Liebe Mitnasen und Näsen, herzlich willkommen im Wald hinter den sieben Bergen, wo die Motorradfahrer nicht mehr zu hören sind. Ich soll ja nicht immer über alle Motorradfahrer schimpfen, dass es alles Arschlöcher wären. Das ist natürlich falsch, nur die Lauten sind es. Und dabei wohnen wir ja extra hier schön im Grünen, wo man eigentlich morgens von den Vögelchen geweckt wird und solche Sachen. Aber ja, nicht wenn die Vögelchen und so weiter. Also ich entwickle dann gewisse Abscheu gegen laute Motorradfahrer. Betonung, laute Motorradfahrer. Wer es tatsächlich schafft, leise Motorrad zu fahren, was wohl gar nicht so einfach ist, der nicht. Das nur am Rande angemerkt, weil ist mir persönlich wichtig, die Feindbilder dieses YouTube-Kanals immer schön aufrecht zu erhalten, weil irgendwelche Feindbilder braucht man ja. So, wir machen heute Trinken auf Tour bzw. Getränkeversorgung für Trekking-Touren. Das war ein Wunschthema von jemandem, der die Trekking-Futter-Reihe, meine aktuelle von 2023 oder habe ich die 2024, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls nicht allzu lange her ist es, dass ich meine Trekking-Futter-Reihe gemacht habe und eben als Ergänzung zur Trekking-Futter-Reihe jetzt hier eben noch eine Bonusfolge sozusagen mit Getränken. Ja? So, und da muss man jetzt eine Sache gleich mal vorweg sagen, wer von euch gerade eilig ist und keine Zeit hat und hier nur aus Versehen drauf geklickt hat, weil die Maus ausgerutscht ist, dem sei mitgeteilt, ja, ihr könnt auf Tour einfach Wasser saufen. Wenn das für euch bisher immer funktioniert hat, wird es in Zukunft wahrscheinlich auch funktionieren und dann ist dem nichts hinzuzufügen. Prost, ja, und tschüss. Ja, ist schon schlimm, wenn die Maus mal ausrutscht. Gut, und für alle anderen, natürlich kann man seine Getränkeversorgung auf Touren ein bisschen abwechslungsreicher als immer nur Wassersaufen gestalten. Soll ja Leute geben, die schwarzes Wasser bevorzugen, hust, hust, oder sonst irgendwie Geschmack drin. Und dazu hätte ich tatsächlich ein paar Erfahrungswerte zum Teilen. Erstmal ein bisschen der medizinische, ernährungsmedizinische, beziehungsweise in diesem Fall trinkmedizinische, Background. Was man ein bisschen beachten muss bei der Wasserversorgung auf Tour ist erstens genug trinken und zweitens nicht zu viel trinken und drittens möglicherweise, wenn man das droht, zu viel zu trinken, die richtigen Sachen trinken. So, erstens, nicht zu wenig trinken, beziehungsweise genug trinken. Grob kannst du sagen, dass du während der Trekking-Tour, ja? Also während des Laufens mindestens als Durchschnittsmensch 2 Liter trinken solltest. Ja, bist du kleiner als ein Durchschnittsmensch, dann reichen dir vielleicht 1,5. Bist du größer als ein Durchschnittsmensch, dann willst du vielleicht lieber 2,5. So, und das ist die sogenannte Basismenge, die davon ausgeht, dass du dich weder super schweißtreibenden Aktivitäten hingibst, noch in großer Höhe unterwegs bist oder irgendwo in sehr heißen Gebieten. Also alles sehr heiß ist alles ab 30 Grad, so nach meiner Wahrnehmung. Ne? Dann wird das entsprechend mehr sein. Es kann auch erheblich mehr sein. Und dann kommt es auch noch sehr drauf an, ob man bereit ist, weniger zu trinken, als man eigentlich idealerweise sollte, wenn man einen Arzt fragt. Der Arzt wird ja nämlich immer irgendwie eine sehr hohe Menge angeben, die man theoretisch trinken sollte und dann am besten noch dazu irgendwelches anderes Nüsschen knabbern oder was weiß ich, geröstete Erdnüsse mit Salz dazu konsumieren, kommen wir gleich noch dazu und so weiter. Das können zum Teil sehr hohe Wassermengen sein, das ist in der Praxis für eine Trekkingtour häufig nicht wirklich realisierbar, manchmal schon, wenn man zum Beispiel in Skandinavien oder Schottland unterwegs ist, da gibt es Ecken, das werden diejenigen, die da schon waren, bestätigen können, wurde gefühlt da alle 20 Meter an einem Bach vorbeikommst und im Grunde brauchst du ja keine Flasche irgendwo am Rucksack befestigen, sondern du hängst die hier vorne an den Schulterriemen eine Tasse und wenn du an einem Bach vorbeikommst, klingst du deine Tasse mit dem Karabiner kurz aus, machst die Tasse voll, gluck, 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 läufst weiter bis zum nächsten Bach, machst wieder eine Tasse und so weiter und so weiter und dann braucht man eigentlich so gut wie gar kein Wasser mit sich herumschleppen, wenn man weiß, dass man solche Etappen vor sich hat. Spart natürlich enorm Gewicht, wenn das Wasser sozusagen überall herumfließt am Wegesrand. Und Trinkwasserqualität hat, setzt natürlich wirklich voraus, dass man in Gegenden ist, wo man das auch tatsächlich guten Gewissens annehmen kann, dass das Wasser überall Trinkqualität hat.
ging mir eigentlich in Skandinavien immer so. Bei Schottland muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, dass die Viehhaltung etwas weiter verbreitet. Da kann dann mal eventuell das Highland Cattle reingepinkelt haben oder vor allen Dingen das Schaf. Und da muss man schon wieder ein bisschen, na, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls diese Wasservariante, das funktioniert ganz gut. Wassermengen, wie gesagt, ja, 2 Liter Minimum, 3 Liter schadet auch noch nichts. Wenn du dann, ohne dass es besonders heiß ist, 4 Liter sollst, dann kann es auch schon fast schon ein bisschen übertrieben viel sein. Es sei denn, du bist halt ein Mensch, der sehr viel schwitzt. Das muss man dann irgendwo mal selber erfahrungsmäßig ein bisschen rausfinden, wie viel schwitze ich denn, wie viel muss ich denn dementsprechend trinken. Die meisten Leute, beziehungsweise meisten Ernährungsmenschen, die sich mit der Thema Touren, Wasserversorgung auf Tour auseinandergesetzt haben, sagen, man soll kontinuierlich trinken. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rucksack hat, hier wie mein altes schrottiges Ding hier, mit diesen beiden Außentaschen. Da habe ich immer meine Flaschen drin, wenn sie gerade nicht woanders liegen. Und da komme ich nicht dran, während ich laufe. Das heißt, wenn ich was trinken möchte, muss ich den Rucksack kurz abnehmen, die Flasche rausfriemeln, was trinken, Flasche wieder reinfriemeln, weiterlaufen. Das führt dazu, ich kann damit leben im Übrigen, ne? Aber das führt dazu, dass ich tendenziell nicht so häufig unterwegs was trinke, sondern eher, wenn ich was trinke, dann mache ich einen größeren Stopp, dann hocke ich mich auch nochmal gemütlich hin, mache gleich mindestens 5 Minuten Pause und trinke relativ viel auf einmal. Das ist nicht optimal. Besser wäre tatsächlich die Idee, die diese Trinkblasen, die man sich hinten in den Rucksack knallt, so dann dafür ausgerichtet ist, mit sich bringen. Nämlich, dass du dann halt eben mit diesem Schlauch kontinuierlich alle 5 Minuten ein Schlückchen nimmst, alle 3 Minuten ein Schlückchen nimmst, je nachdem wie groß das Schlückchen und wie lang die Minuten sind. Ne? Das wäre eigentlich die beste Wasserversorgung, die man so haben kann. Die kleinen Schlücke können vom Körper dann auch in relativ kurzer Zeit sorbiert werden. Das heißt, man hat das Wasser auch immer da, wo es hingehört, nämlich in den Zellen und nicht einfach nur im Magen rum, glucker, 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 sondern wie gesagt, da, wo es hingehört. Und das ist halt falsch, in Anführungszeichen, wenn man alle, keine Ahnung, 2 Stunden eine Trinkpause macht und dann gluck, 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 gluck und sich gleich einen halben Liter bis einen Liter reinpfeift. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne? Es bringt dich nicht um, das so zu tun. Wie gesagt, ich mache das auch so, aber es ist nicht die Empfehlung. Das Blöde bei den Trinkblasen ist allerdings, dass man da nie weiß, wie viel man gerade getrunken hat, weil man ja nicht sieht, wie viel in dieser Trinkblase noch drin ist. Das muss man relativ mühsam dann nachgucken, wenn man das mal wissen möchte. Was heißen kann, dass eben gerade, wenn man unbewusst immer mal wieder ein Schnückelchen nimmt, man seinen Wasservorrat mitunter sehr schnell aufbraucht und die Verteilung des Wassers über die Streckenlänge dann ein bisschen schwierig ist. In Gegenden, wo halt nicht überall Wasser zu finden ist, kann das zu Problemen führen. Das ist definitiv ein Nachteil von diesen Trinkblasen. Und in diesen Trinkblasen sollte man auch wirklich nur Wasser transportieren. Selbst wenn man nur Wasser drin hat, können die trotzdem irgendwann verkeimen. Das ist halt leider nun mal so. Die muss man dann relativ umständlich, vergleichsweise umständlich, reinigen. Und wenn man mal auf die dumme Idee kommen sollte, da mal Cola reinzukippen, würde ja nie jemand tun, nein, dann sind sie relativ schnell völlig verklebt und vergiss es. Ja. Selbst bei Cola Light, die gar keinen Zucker enthält, der also nichts was kleben könnte, ist das trotzdem immer noch eine blöde Idee und mit Kohlensäure auch. Und ohne Kohlensäure schmeckt es ja dann auch nicht so ganz so gut. Und ja, also man kann da schon diverse Fehler machen. Ich persönlich habe aber keine weitergehenden Erfahrungswerte mit diesen Trinkblasen, kann da also nicht mehr weiter viel zu sagen. Grobe Faustregel ist, einmal pro Stunde Trinkpäuschen. Für diejenigen, die mit Flasche unterwegs sind und gerade auch in Gruppen ist das wichtig, wo dann die etwas schnelleren zwar theoretisch schon weiter könnten und nicht direkt eine Trinkpause brauchen, aber die langsamen eventuell eigentlich eine Trinkpause bräuchten, aber keine machen wollen, weil die schnelleren schneller unterwegs sind, wird eben empfohlen, gerade für Gruppenwanderungen wirklich immer nach einer Stunde eine Trinkpause machen. Und wenn dann halt jemand bei der Trinkpause nicht mittrinkt, dann ist er halt blöd und Kameradenschweine, so in dem Stil. Alternative übrigens zur Flasche oder zur regelmäßigen Trinkpause, zum Trinksystem, die Wasserblase hinten im Rucksack, kann auch darin bestehen, dass man sich zum Beispiel eine Softflasche, also so eine Flasche aus so einem Plastik,
weichen Plastikmaterial hier vorne an den Rucksackträger dranhängt. Das geht eigentlich bei fast jedem Rucksack, kann man da irgendwie so eine Halterung festmachen, wo man so eine kleine Softflasche dranhängen kann. Oder man steckt sich eine Softflasche in die Hosentasche oder man steckt sich eine 1,5-Liter-Cola-Flasche, ohne Cola, dann irgendwann mit Wasser, ne, in die Hosentasche, wenn man so eine lange Beintasche hat und das einen nicht stört beim Laufen. Da gibt es diverse Möglichkeiten, eben am Mann griffbereit, auch wenn man einen Rucksack hat, wo man nicht an seine Wasserflaschen rankommt, eine kleine Menge Wasser griffbereit zu haben. Und da kann man dann halt eben auch beim Laufen, ohne stehen zu bleiben, so alle 10 Minuten oder was, ein kleines Schlückchen nehmen. Und wenn die Flasche leer ist, dann ist es halt Zeit für eine etwas längere Trinkpause. Dann trinkt man aus der großen Flasche noch ein paar Schlückchen, füllt sich die kleine Flasche wieder auf und dann geht es wieder weiter. Also das einfach zur generellen Wasserversorgungslogistik. Hat man das Wasser immer griffbereit, trinkt man tendenziell mehr. Und für Leute, die eben Schwierigkeiten haben, auf Tour genügend zu trinken und wirklich merken, oh, ich muss mehr trinken, ist das eine Option. Woran merkt man denn, ob oder dass man eben nicht zu wenig getrunken hat? Je nachdem, da gibt es die einfache Möglichkeit für uns Männer immer sehr einfach zu kontrollieren. Mal nach unten schauen beim Ablassen des Restwassers und Farbe analysieren. Alles, was weiß ist, bedeutet, da hast du aber reichlich getrunken, da ist überhaupt keinerlei Wassermangel absehbar. Das muss auch gar nicht unbedingt sein, ne? Außer man ist wirklich irgendwo, wo Wasser überall omnipräsent ist, ist so eine leichte Gelbfärbung häufig geschickter, weil man sonst einfach so viel Wasser benötigt. Das braucht der Körper auch nicht zwingend, dass du immer im weißen, völlig durchsichtigen, klaren Urinbereich unterwegs bist. Tatsächlich so eine ganz leichte Färbung ist auf keinen Fall verkehrt. Wird diese Färbung dann deutlich gelb, dann, wenn verfügbar, wäre ein bisschen mehr trinken auf keinen Fall verkehrt. Ja, muss man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man riskiert jetzt noch keine großen Gesundheitsschäden, aber besser wäre es, an diesem Punkt dann schon ein bisschen mehr zu trinken. Bei Orange oder wirklich einem durchaus dunklen Gelb oder sogar ins Rötliche gehend, so Ansätze von rötlich, dann hat man definitiv viel zu wenig getrunken und sollte da dringend dafür sorgen, dass man mehr Wasser bekommt. Wenn man gar nirgends, nie aufs Klo muss, ist auch wieder verkehrt. So als grober Anhaltspunkt gilt, wenn du 8 Stunden rumläufst, also wirklich 8 Stunden aktiv Trekkingtour betreibst, dann solltest du eigentlich im besten Fall 2 bis 3 Mal unterwegs mal ein Bächli gemacht haben, wie der Schweizer sagt. Nein, sagen sie nicht. Unterstelle ich Ihnen, dass Sie das sagen. Ja, bei den Damen gleiches Spiel, nur vielleicht nicht ganz so einfach technisch nachzusehen, welche Farbe das da Ganze hat, aber ich denke, da findet ihr auch irgendwelche Lösungen. Zu viel trinken. Zu viel trinken hat man eben dann, wenn man wirklich ständig aufs Klo muss. Deutlich mehr als 3-4 Mal für eine ganze Tour rumlaufen, weil man ja auch viel schwitzt und dadurch viel Wasser verliert, bist du wirklich zu häufig auf dem Klo, wenn du 3-4-5-mal, 6-mal, was weiß ich was, aufs Klo musst unterwegs, dann trinkst du zu viel. Das ist auch nicht zielführend, weil eben dann die Homöostase der Elektrolyte im Körper durch zu viel Wasseraufnahme gefährdet sein kann. So, und das ist ungesund. Und dazu kommen wir jetzt dann gleich. Nämlich, grundsätzlich haben wir eine gewisse Menge Natriumchlorid in unseren Zellen und im Blut herumflitzen im Körper. Und das Zeug steht quasi im Austausch mit dem Wasser, was wir so trinken. Trinken wir viel Wasser, dann haben wir insgesamt auch viel Wasser im Körper. Bedeutet, dass auf viel Wasser die gleiche Menge Natriumchlorid kommt, weil das ja nicht zunimmt, wenn wir jetzt nicht Salzwasser trinken. Und irgendwann kann es passieren, dass wir, wenn wir überschwitzen, Natriumchlorid ja immer verlieren und immer natriumchloridfreies Wasser nachtanken, die Menge an Wasser in unserem Körper mit der Menge an Natrium in unserem Körper in einem krassen Missverhältnis steht und das Natrium nicht mehr genügend vorhanden ist für all das Wasser, um alle Zellen ausreichend, vor allen Dingen Zellwände, mit Natrium zu versorgen. Und dementsprechend kann dann ein Natriummangel auftreten, was vor allen Dingen sich darin äußert, dass die Kommunikation der Zellen etwas eingeschränkt ist und eben Stoffwechselprozesse durch die Zellwand mitunter nur noch schleppend oder gar nicht mehr stattfinden. Das wird dann schnell sehr gefährlich, weil diese Prozesse sind wichtig. Und da kann man dann also durchaus auch mal zusammenklappen, obwohl man die ganze Zeit getrunken hat. Einfache Lösung,
bisschen Salz nachtanken. Wichtig, bisschen Salz nachtanken. Persönlich habe ich keine Erfahrung mit Natriummangel. Das liegt einfach daran, dass bei all meinen Touren, selbst als ich da noch überhaupt keinen Schimmer von hatte, dass Natrium irgendwie vielleicht wichtig sein könnte, war ein Bestandteil meiner Unterwegsnahrung. Oder ist das Eichhörnchen wieder? Also ich hocke hier eigentlich unter dem Baum, der eben vom Eichhörnchen bewohnt wurde. Jetzt musste es zwei Bäume weiterziehen, aber ich glaube, es kommt zurecht. Ja, jedenfalls selbst bei meinen allerersten Touren, wo ich noch keinen Plan von gar nichts hatte, hatte ich immer als Hauptnahrungsmittel für unterwegs gesalzene Erdnüsse dabei. Das ist auch nicht verkehrt. Die haben ein sehr gutes Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis. Und aus Versehen, ich habe einfach keine anderen Erdnüsse gekriegt als gesalzene und sie schmecken besser, habe ich damit meinen Salzgehalt während des Wanderns eigentlich immer sehr schön hochgehalten und hatte darum nie irgendwann jemals Natriummangel. Auch sonst, wenn ich irgendwo in zivilisationsnahen Gegenden unterwegs bin, vorzugsweise Großbritannien zum Beispiel, und man kommt an irgendeinem kleinen Shop entlang des Weges vorbei und da gibt es diese kleinen Chipstüten, die schönen großbritannischen Lays, glaube ich, Lays geschrieben, was auch immer, habe ich mir eigentlich fast immer auch so ein kleines Chips-Tütchen mitgenommen, als die noch günstig waren. Bei denen ist ja inzwischen alles teurer, auch die Kartoffel. Aber ja, Brexit, gute Idee. Und ja, damit ging es dann eigentlich immer sehr gut weiter. Gerade eben, weil man viel Natrium verbraucht, vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt, wenn nicht, werdet ihr es vielleicht mal feststellen, der Körper merkt das schon. Ihr kriegt dann auch einen Hunger auf was Salziges. Ihr wollt dann nicht ein Stück Schokolade, sondern ihr wollt dann ein kleines Tütchen Chips oder ein paar gesalzene Erdnüsse oder sonst wie. Und gesalzene Dinge schmecken auf einmal super, super gut. Warum? Naja, weil der Körper halt realisiert, dass ihm gerade ein bisschen Natriumchlorid fehlt. Und dann wäre es halt eine gute Idee, Natriumchlorid zu sich zu nehmen. Wenn man also grundsätzlich sowieso salzige Sachen mag und salzige Sachen in der Unterwegsverpflegung für während der Tour dabei hat, dann spricht nichts dagegen, wirklich einfach immer nur Wasser zu trinken, weil Salz kriegst du über die Nahrung, Problem gelöst. So, was ist jetzt übrigens, da wir gerade von Elektrolyten sprechen, ne? Also Sammelbegriff eben für sämtliche Sachen, die in wässriger Lösung als Ionen auftreten, wie eben Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Chlorid, noch ein paar andere Sachen, aber die sind alle mengenmäßig, dann ist nicht mehr so wichtig. Die können eben dadurch, dass sie in wässriger Lösung auftreten, auch zum Teil über den Schweiß ausgeschieden werden. Der allergrößte Teil von Elektrolyten, die wir über den Schweiß verlieren, ist wirklich Natriumchlorid, der allergrößte Teil. Dann kommt irgendwann Calcium und Magnesium. Und ich glaube, Kalium ist da auch noch irgendwo beteiligt. Oder erst kommt Kalium und dann, aber es ist relativ egal, weil das sind dann wirklich nur noch sehr kleine Mengen, was an den anderen Sachen abgegeben wird. Und dieser Mythos in Anführungszeichen, das ist es nicht. Wo habe ich es denn? Hier. Dass man Magnesium, wenn man sich sportlich betätigt, immer nachfüllen muss, weil man ja sonst Krämpfe bekommt. Das ist nicht ganz falsch. Es gibt Menschen, die einen derart hohen Magnesiumumsatz haben und Magnesiummangelprobleme recht schnell bekommen, dass sie beim Sport oder spätestens hinterher tatsächlich darauf gucken sollten, dass sie ein bisschen Magnesium nachfüllen. Das müssen aber wirklich nicht riesige Mengen sein. Es schadet aber auch nicht. Man kann fast keine Magnesiumvergiftung wird schwierig. Na, irgendwann bist du brennbar, aber mit so einer weißen Flamme, auch unter Wasser. Das muss man erstmal hinkriegen, also man kann da nichts falsch machen, aber häufig sind diese Krämpfe, die auf Magnesiummangel so von uns als Nicht-Mediziner zurückgeführt werden, eher auf Kaliummangel basierend. Und dann sollte man halt eher drauf gucken, dass man vielleicht auch neben einfach nur Kochsalz eventuell da auch mal was konsumiert, wo noch eine kleine Menge Kalium drin ist. Auch da winzige Mengen reichen vollkommen aus. Da stellen wir uns zum Beispiel mal die Frage, hat so eine durchschnittliche Multivitamintablette Kalium? Ja, hat sie. Als letztes in der Liste 15% der empfohlenen Tagesmenge. Das langt dann aber auch schon völlig, ja? Dass man keine Mangelerscheinungen bekommt. Und gerade wenn man diese Tabletten auch noch als Snack unterwegs so ein bisschen so knuspert oder lutscht,
hat bestimmt jeder schon mal versucht auf Tour, mit Sicherheit. Wenn du sowas dabei hast, irgendwann kommst du auf die Idee, so eine Tablette so zu futtern, weil du einfach Bock hast auf noch irgendwas zu mampfen, willst an deinem Proviant nicht ran, weil der ja streng rationiert ist und die Dinger hier möglicherweise nicht ganz so streng rationiert sind und notfalls man ja auch Wasser so trinken kann. Und ja, also da ist zum Beispiel jetzt ein bisschen Kalium drin und dieses bisschen Kalium, das langt. Ja, da kann man dann also schon keinen Mangel kriegen. Aber trotzdem ist es ganz interessant zu wissen, dass es Tee gibt, der mit Magnesium angereichert wurde. Also wer wirklich weiß, dass er Magnesiumprobleme hat, okay, ja, dann nehmt euch Magnesium mit. Was man allgemein nicht empfohlen bekommt von den allermeisten Ernährungswissenschaftlern oder entsprechenden Medizinern, ist vorm Sport gleich eine Magnesium-Tablette sich reinzupfeifen mit 2000 Milligramm von dem Zeug oder irgendwie sonst was Großes, eine relativ große Menge. Das ist meistens nicht nötig, im Regelfall schadet es auch nicht. Aber jetzt zum Beispiel für Touren sollte man vielleicht, wenn man eben weiß, es kann ein Problem werden, vielleicht noch ein, zwei Magnesium-Tabletten dabei haben für Notfälle. Aber Kalium auf keinen Fall vergessen, weil wie gesagt, da liegt es rein physiologisch gesehen eher tatsächlich dran als am Magnesium. Er kann auch am Magnesium liegen, bevor mir jetzt jemand mit beiden Backen ins Gesicht springt. Gut, ja, also das sind so die wesentlichen Knackpunkte. Und nochmal, je mehr Wasser ihr trinkt und je ausschließlicher ihr Wasser trinkt und je weniger salzig ihr euch während der Tour vor allen Dingen ernährt, desto höher das Risiko, dass es eben zu, ja, Natriummangel kommen kann oder theoretisch Kaliummangel, aber ja, unwahrscheinlich. So, hat man das im Blick, kann man auch ausschließlich Wasser trinken. Hat man keine Lust, ausschließlich Wasser zu trinken, und dem ist jetzt der Rest von diesem Beitrag gewidmet, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, was anderes als Wasser zu trinken. Und macht man nur eine kurze Tour oder findet irgendwo unterwegs jemanden, der einem sowas verkauft, da gibt es ja diese isotonischen Sportgetränke. Die Flasche ist schon leer, ich habe sie eben ausgesoffen. Hä? Gewicht sparen, ich muss hier über den Berg, wenn ich hierher will. Aber da war jedenfalls ein isotonisches Sportgetränk drin und dieses enthält durchschnittliche Nährwerte. 17 Kilokalorien pro 100 Milliliter, sprich die ganze Flasche, da sind wir dann bei, lass mich lügen, knappen 100, nicht ganz, so 80, 90, 85, sowas um den Dreh. Never do math in front of camera, genau. Never speak English in front of small little thing in black edition. GoPro steht drauf. Ja, also jedenfalls ein paar Kalorien. Das ist sinnvoll. Kommen wir gleich noch zu, warum. Bisschen Fett, 0,005 Gramm. Das ist also mehr einfach, weil man es nicht rausbekommen hat, so nach dem Motto, oder weil es sich nicht verhindern ließ. Kohlenhydrate 4 Gramm pro 100 Milliliter. Das ist eben der Zucker. Davon Zucker 4 Gramm pro 100 Milliliter. Das ist relativ wenig. Viele dieser Sportgetränke haben etwas mehr Zucker. Das kommt darauf an, was man vorhat. Auch dazu gleich noch mehr. Ganz kleines bisschen Eiweiß ist drin, auch weil man es nicht rausbekommen hat. Und 0,008 Gramm Salz. Das ist ein bisschen sehr wenig, das dürfte gern die zehnfache Menge sein für so ein ernstzunehmendes Sportgetränk, das man eben bei schweißtreibenden Aktivitäten konsumiert. Dürfte auch noch ein bisschen mehr als die zehnfache Menge sein, theoretisch. Also so ein Gramm Salz auf einen Liter wäre nicht schlecht. Jetzt sind das aber hier Werte pro 100 Milliliter, also 0,1 Gramm Salz pro 100 Milliliter. Das wäre für Leute, die wirklich viel schwitzen, tatsächlich eine sinnvolle Salzmenge im Getränk bei intensivem Sport, wenn sie nicht noch eine Tüte Chips dabei haben. Ja? Nicht beides, Tüte Chips und salzhaltiges Getränk, das ist dann zu viel, aber eins von beiden wäre nicht verkehrt. So, außerdem ist da noch drin Niacin, Vitamin E, Pantenolsäure, Folsäure, Biotin und Vitamin B12, das können wir alles ignorieren, das interessiert uns jetzt nicht weiter. So, der Witz bei diesen isotonischen Sportgetränken ist jetzt, ich muss auch noch mal extra nachlesen, weil ich glaube, man hört ja ständig isotonisch. Was ist denn das? Naja, das bedeutet, dass die Sättigung dieser Flüssigkeit mit Zeug, ne, darin gelöstes Zeug, Zucker, Salz, Magnesium, generell Elektrolyte, alles, was da drin so gelöst ist, das hat eine gewisse Konzentration. Und wenn die Konzentration, was in unserem gesoffenen Zeug, ja, drin ist,
der Konzentration entspricht, die wir auch bei den Zellen unseres Körpers erwarten dürfen, die mit dem gesoffenen Zeug in Berührung kommen, sprich Magen, Darm etc., dann nennt man das isotonisch, weil beide die gleiche Konzentration haben. Und das hat jetzt den Vorteil, dass die beiden Flüssigkeiten dann sich sehr schnell austauschen können. Weil, wenn hier zum Beispiel weniger Zeug gelöst wäre, wie in unserer Zelle nebendran bei Konsum, dann müsste jetzt von der Zelle nebendran erst Material in die wässrige Lösung, die wir gerade getrunken haben, rüberwandern, bis beide ungefähr auf dem gleichen Level angekommen sind. Das braucht A, Zeit und B, verbraucht es in Anführungszeichen erstmal Zeug aus unserer Nachbarzelle. Sprich, nach Adam Riese ist ein Getränk isotonisch, kannst es schneller aufnehmen. Das heißt, es hydriert dich einfach schneller. Und das ist umso wichtiger, je schweißtreibender und intensiv anstrengender deine sportliche Aktivität ist. Bedeutet, wer einen Marathon läuft, der möchte vielleicht isotonische Getränke saufen unterwegs und nicht eben nur Wasser. Es kommt übrigens relativ häufig vor, dass dann Marathonlaufende, die unterwegs immer nur Wasser und jede Menge Wasser, weil Wasser gut, stimmt ja auch, ist ja auch gut, nur eben nicht zu viel, dass die dann eben wieder an Natriummangel ein Problem bekommen, weil sie halt unterwegs immer nur Wasser saufen und nicht für eine Tüte Chips halt machen. Ist vielleicht nachvollziehbar. Und ja, das kann einem beim Trekking, naja, außer man trekt halt extrem intensiv mit extrem schweren Rucksack den Berg hoch, eben deutlich weniger häufig passieren und die Mengen, die da verbraucht werden, sind halt erheblich geringer. Aber das ist isotonisch. Kann man das selber machen? Ja, kann man. Man nimmt irgendwie Wasser, kippt da einen Anteil von 10-15%, zum Beispiel Orangensaft, Apfelsaft oder sonst irgendwas rein, noch eine kleine Menge Salz, so ein Gramm pro Liter, wie gesagt. Und wenn man mag, kann man da noch ein winzig kleines bisschen, wenn man das irgendwo rumfliegen hat, noch ein bisschen Magnesium, Kalium und von mir aus noch Calcium dem Ganzen beimischen und fertig ist dein isotonisches Sportgetränk. Ne? Es gibt aber genaue Anleitungen im Internet, was ich hier erzähle, ist jetzt nur so ein ganz grober Pi mal Daumenwert. Aber generell gilt einfach, dass man tatsächlich schneller hydriert, wenn im Wasser noch irgendwas gelöst ist. Oder man hat einfach auf Tour, du hast natürlich keinen Orangensaft dabei. Du könntest aber theoretisch ein bisschen Zucker dabei haben. Dann kannst du dir einfach ein Zuckerwasser machen mit einem geringen Zuckeranteil, noch ein bisschen Salz dazu und das schmeckt dann furchtbar. Und dann bietet sich vielleicht an, da du ja schon keinen Orangensaft dabei hast, weil man den nicht wirklich in großen Mengen mittragen kann, vielleicht hast du ja sowas hier dabei, ne? Die berühmte Zitrone. Das kann man schon in größeren Mengen mittragen und das erfüllt eigentlich mehr oder weniger denselben Zweck, dass auch da jede Menge gelöste Stoffe drin sind. Da ist auch irgendwie Zucker drin, glaube ich, oder ist das Zitrovin? Naja, da gibt es verschiedene Sorten. Es gibt bestimmt auch welche, wo ein bisschen Zucker drin ist. Wenn nicht, sorgt es für Geschmack, aber ein paar gelöste Stoffe im Wasser kriegt man dann auch hin. Ne? Und man muss ja auch nicht ein perfekt isotonisches Getränk hinbekommen unterwegs, sondern lediglich eben ein bisschen besser angeglichen an den Mineralien, den Elektrolythaushalt unserer Zelle. Ne? Also wirklich perfekt isotonisch, scheiß drauf, das ist überhaupt nicht notwendig. Man kann eine Wissenschaft daraus machen und es ist auch eine, man muss es aber nicht zwingend, so ungefähr reicht für den Hausgebrauch aus. Außer ihr wollt irgendwie halt eben auf den Mount Everest oder lauft doch einen Marathon mit schwerem Gepäck oder sowas in die Richtung. Das wäre noch zu den isotonischen Getränken zu erwähnen. Übrigens, dass die eben ein bisschen Zucker haben, das liegt also erstens daran, dass sie dadurch isotonisch werden, weil wie gesagt, jeder gelöste Stoff, auch Zucker, hilft da. Zweitens liefert dieser Zucker natürlich noch ein paar Kalorien und es kann dann gerade eben bei sehr intensiven Tätigkeiten sinnvoll sein, sich regelmäßig ein paar Kalorien in Form von Zucker zuzuführen. Nicht allzu viele, also gerade als Getränk sollte das maximal pro Liter 200 Kalorien haben, also Kilokalorien maximal, ein bisschen weniger ist auch nicht verkehrt, damit man es da auch nicht völlig übertreibt. Aber je nachdem, wie intensiv die sportliche Aktivität ist, bei gemütlichem Tempo, fröhlichem Wandern, wo du dich noch super easy peasy unterhalten musst und noch so gar nicht am Keuchen bist, da verbrennst du überwiegend Fett, also als Energiestoffwechsel und verbrauchst vergleichsweise langsam deine Kohlenhydrate und davon brauchst du auch nicht allzu viel. Soll heißen, in so einem Tempo, was die meisten Wanderer haben werden, ist es nicht notwendig, sich unterwegs, also man kann, man darf auch, aber man muss nicht, sich unterwegs noch extra Zucker in flüssiger Form übers Getränk zuzuführen. Ne?
ist man aber wirklich massiv den Berg hochsteigend und hat es auch noch eilig und ist da wirklich bei fast schon sportlichen Höchstleistungen und ordentlich am Keuchen und die Soße läuft den Rücken runter, als gäbe es kein Morgen mehr, dann ist eine regelmäßige Zuckerzufuhr durchaus relativ interessant, auch eben über das Getränk, weil er dann schneller aufgenommen wird, weil er ja direkt in die Zelle übergeht, weil er ja isodonisch im Gesöff gelöst ist und damit erst nicht umständlich verdaut in Anführungszeichen werden muss. Übrigens, der Zucker, der hier drin ist, ist auch Fructose. Fructose soll, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand zur Forschung dazu ist, aber soll zumindest noch mal etwas schneller durch die Zellwand aufgenommen werden, als das bei Glucose der Fall ist, angeblich. Aber wie gesagt, aktuellen Forschungsstand weiß ich nicht. Ja, also nur interessant für Hochleistungssportler, wirklich gesüßte Getränke standardmäßig dann eben dabei zu haben. Und da man eben das hier nicht abgefüllt in schönen Flaschen in riesigen Mengen mit sich herumschleppen kann, musst du sie unterwegs halt selber mixen. So, das war's zu isotonischen Getränken. So, jetzt nochmal zu unserem Röhrchen hier mit diesen Brausetabletten. Ich möchte euch da auch mal eine zeigen. Ist eigentlich das, was meine Frau seit Jahr und Tag eigentlich immer auf Tour dabei hat, wenn sie mal keinen Bock auf Wasser hat. Diese Tabletten sind so groß, die stauben ein wenig und blubbern außerordentlich stark, wenn man drauf rumlutscht. Ist eigentlich ganz angenehm, sind sehr sauer. Man sollte sie also in kleine Teilchen zerteilen, wenn man drauf rumlutschen möchte. Gibt es eigentlich meistens als Multivitamin. Hin und wieder findet man welche als Zitrone, ganz selten mal als Orange. Und ich habe auch irgend so ein Tropik-Irgendwas mal irgendwo gesehen. Spricht also wirklich überhaupt nichts dagegen, die noch mitzuschleppen. Sie sind nicht ganz leicht. In so einem Röhrchen sind normalerweise irgendwas zwischen 16 und 20 Stück drin. Das variiert ein bisschen je nach Hersteller. Hier sind 17. Und wenn man jetzt sagt, man möchte zumindest mal eine pro Tag haben, dann bist du mit einem Röhrchen für deine 14-Tage-Tour problemlos versorgt. Kannst du noch drei so lutschen. Aber will man jetzt zwei davon pro Tag haben, also offiziell soll man nur eine pro Tag verzehren, dann sollte man sich erstens vorher damit beschäftigt haben, ob man denn wirklich überhaupt zwei pro Tag verzehren sollte. Und das hängt davon ab, was da jeweils drin ist an Vitaminen. Zum Beispiel haben wir hier Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1, 2, 6, 12, Niacin, Phantinolsäure, Folsäure, Biotin, Calcium, Magnesium und Kalium. Nix davon, soweit ich weiß, kann man wirklich überdosieren, weil das Zeug ist, soweit ich weiß, alles wasserlöslich. Und was wasserlöslich ist, kannst du nicht überdosieren. Solange du genügend trinkst, kommt das dann mit dem entsprechenden Wasserabgabevorgang, der häufig dann stattfinden wird, wieder raus. Das heißt, Problem gelöst. Bedeutet, kann man zu viele von den Dingern fressen? Naja, okay, weil vielleicht, wenn man sich drei Röhrchen am Tag reinpfeift, vielleicht. Aber unter normalen Bedingungen, selbst die dreifache Menge von dem, was hier draufsteht, sollte überhaupt kein Problem sein. Man kann ja auch nicht zu viel Vitamin C zum Beispiel zu sich nehmen. Oder wahrscheinlich kann man schon, aber man müsste sich dann extrem Mühe für geben und richtig ins Zeug legen. Also müsst ihr wissen, ich persönlich habe häufig schon Touren gemacht, wo ich mir pro Tag zwei davon eingeplant hatte. Und sie haben manchmal sogar bis zum Ende gehalten, als es noch keine Alternativen gab. Ja, also die einfachste und nützlichste Lösung, weil das ganze Zeug, was da drin ist, da kriegt man schon mal keinen Mangel. Interessant kann sein, weil da halt eben nur wasserlösliche Vitamine und Ähnliches drin sind. Je nachdem, was man tut, dass man sich zum Beispiel noch was wie Vitamin D, das ist ein fettlösliches Vitamin, mitnimmt. Das produzieren wir ja bekanntlich auch selber, wenn wir in der Sonne rumhängen. Da wir bei einer Outdoor-Tour den ganzen Tag in der Sonne rumhängen und es vielleicht eine Tour ist, wo wir nur ein dünnes oder kurzes oder Bikini oder was auch immer Kleidungsstück, je nach Geschlecht natürlich, anhaben. Gerade die Norwegerinnen rennen immer sehr wenig bekleidet auf Touren rum. Das ist nicht schlimm. böser Kommentar, böse. Sexismus-Punkte für Ben. Egal, jedenfalls tun sie trotzdem und haben damit wahrscheinlich keine Vitamin-D-Probleme. Weil, wie gesagt, mit Sonne auf Haut produzierst du Vitamin D selber. Willst du jetzt aber zum Beispiel eine Grönlanddurchquerung über den Eisschild machen, im Winter, bei ständiger Dunkelheit, dann wäre vielleicht Vitamin D durchaus ein Thema, dass man das noch in Tablettenform mitführt. Es sei denn, man erlegt zwischendrin Eisbären, aber auf dem Eisschild gibt es die auch nicht mehr. Bedeutet, Vitamin D mitnehmen wäre eine gute Idee. Sprich, wer weiß, dass er Vitamin D braucht, hat irgendwas sehr, sehr Krasses vor. Alle anderen brauchen wahrscheinlich für
unterwegs keins. Es ist auch vielleicht noch ein bisschen mehr ein Problem bei Menschen mit dunkler Hautfarbe. Die produzieren etwas weniger Vitamin D als wir hellhäutigen Gestalten. Und da kann man dann vielleicht, wenn man merkt, man hat da Schwierigkeiten, das gegebenenfalls auch mal mit dem Arzt, der sich da auskennt, abklären, eventuell auch noch nachhelfen für lange Touren. Aber im Regelfall, das habe ich auch schon beim Ernährungsteil gesagt, gibt es eigentlich kein Vitamin, Mineral, Nährstoff und so weiter und so fort, das bei einer von einer ausgewogenen Ernährung kommend zu einer halbwegs brauchbaren Tourverpflegung switchend sozusagen, was da innerhalb von 2 Wochen im Mangel sein könnte. Ja, also das ist unwahrscheinlich, außer ihr habt eben persönliche Vorerkrankungen, persönliche Patientengeschichte, die euch da eben darüber informiert, dass es bei euch vielleicht doch vorkommen kann. So, ja, also bedeutet, schaden kann es auf keinen Fall. Notwendig ist es bei 99% der Wandernden auch nicht. So, deswegen gibt es da auch noch Alternativen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir können uns unser eigenes isotonisches Gesöff machen. Kann man Puderzucker mitschleppen oder einfach normalen Zucker oder was auch immer. Oder man behilft sich mit sowas. Das ist zum Beispiel hier das tatsächlich erstaunlich günstige Eisteepulver vom Coop. Das ist ein Schweizer Supermarkt. Der andere ist die Mikro. Also von den Ketten her. Und das Zeug hier hat 380 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und das macht es fast schon zu Trekkingfutter. Und ist durchaus eine Alternative, das zum Beispiel als eben Zuckerersatz in sein Wasser reinzukippen. Und dann hat man halt ein relativ süßes, leicht eisteeartiges Getränk. Tatsächlich fehlt es, für meinen Geschmack, hier ein bisschen an Aromastoffen. Man braucht also wirklich, also der Hauptgeschmackträger in diesem Eisteepulver ist tatsächlich Zucker. Und wenn du dann nur ganz wenig davon in deinen Liter Wasser reinkippst oder deine 2 Liter Wasser reinkippst, weil eigentlich ist der ganze Beutel für 1 Liter gedacht. Also man kann da locker 2 Liter draus machen, aber macht man weniger als noch mehr als 2 Liter, also 3 Liter oder 4 Liter aus einem so einem Beutel, dann wird es halt schnell schon nicht mehr so lecker. Es ist dann mehr Geschmack als im Wasser alleine, aber so wirklich nach Eistee, also ich kann das dann nicht mehr rausschmecken. Allerdings ein reiner Beutel auf einen ganzen Liter ist dann auch wieder überdosiert. Tatsächlich geschmacklich finde ich am besten einen Beutel auf 1,5 Liter. Das ist lecker. Und ja, also wie gesagt, 380 Kalorien hat so 100 Gramm davon. Jetzt sind das aber keine 100 Gramm, sondern 60 Gramm in so einem Beutel, muss man der Fairness halber dazu sagen. Und besteht zu 93% bzw. 95% aus Kohlenhydraten, davon 93% Zucker. Aber es ist noch relativ viel Salz drin. Nämlich der ganze 100 Gramm von dem Zeug hier hätten 0,15 Gramm Salz. Und das ist gut. Das ist wirklich gut. Also damit ist das Salzverhältnis hier drin echt nicht schlecht. Und wir kriegen schon fast, kriegen wir tatsächlich, also wenn wir das hier verwenden, ein quasi isotonisches Sportgetränk. Nur, dass halt keinerlei Mineralien, Vitamine und so weiter und so fort noch zugesetzt sind, außer eben Natriumchlorid. Aber das funktioniert. Ja? Die Dinger sind immer noch günstig, beziehungsweise vieles ist in der Schweiz inzwischen erstaunlich günstig, weil die Schweiz viel weniger von der Inflation betroffen ist als Deutschland. Man kann da inzwischen richtig günstig einkaufen gehen, wenn man weiß, was man kauft und aufpasst, was man kauft. Wie auch immer, kleiner Insider-Tipp vielleicht, wenn ihr mal in die Schweiz kommt. Es gibt das Zeug auch noch in Siro, in der Migro, Siro-Eisteepulver, finde ich persönlich köstlich, super praktisch, weil es sind so winzig kleine Beutelchen, mit denen man sehr viel Eistee machen kann. Nachteil, es ist nur Geschmack. Ja? Das trägt ansonsten nichts dazu bei, außer dass das Wasser nach was schmeckt. Ist aber nicht isotonisch, liefert keine Kalorien, liefert keine Vitamine, vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber kann man vernachlässigen und aber kann man machen. Mache ich relativ häufig. So, weitere Alternativen. Man kann sich auch tatsächlich, habe ich inzwischen Leute gesehen, die das tun, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Schokipulver als Zuckerersatz quasi ins Wasser kippen. Interessant sind auch irgendwelche Schokipulvers, wo noch ein bisschen Milchpulver drin ist. Dann schmeckt es schon bisschen an heiße Schokolade erinnern. So ein Hauch von heiße Schokolade hat natürlich immer noch die Konsistenz von Wasser. Und tatsächlich ist Kakao quasi ein Elektrolyt und sorgt auch wieder dafür, dass wir das Wasser schneller aufnehmen können. Also wer das mag, wer süßliche bzw. schokoladige Getränke als Erfrischungsgetränk tatsächlich in Betracht zieht, wie gesagt, es gibt Menschen, die tun das, der kann auch wirklich drüber nachdenken, hier solche Trinkschokoladen da dann eben zu verwenden.
steht hier eigentlich, leider stehen hier keine Zutaten mehr drauf. Ich meine, sie hätte noch einen kleinen Anteil Milchpulver drin, diese hier. Frag mich nicht, wo ich die her habe. Ich meine, es wäre mal ein Geschenk gewesen, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Also wer das mag, es ist eine Möglichkeit. Ist auch eine relativ günstige Möglichkeit und man kriegt aus so einem Beutel in dünner Verdünnung auch wirklich einige Getränke zustande. So ein Beutel, was hat der? 20, 30 Gramm vielleicht? Na, höchstens. Ja, auch ganz interessant für die Ultraleichtfetischisten unter uns, die sehr gerne Tee trinken, da bietet sich Teeextrakt an. Ja? Teeextrakt ist generell schon immer schwierig zu bekommen, zu kriegen gewesen. Gibt es unter anderem einen Bundeswehr-E-Pass und manche Militärshops verkaufen das Zeug auch einzeln. Den hier, der ist schon lange abgelaufen, obwohl er super lange haltbar war, aber ich habe den auch schon echt lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn trotzdem noch trinken kann. Ich weiß nicht, was da ablaufen soll, aber ja. Jedes Lebensmittel hat ein Verfallsdatum, würde ich problemlos sofort jederzeit trinken. Kann man halt eben, dadurch, dass es schon gelöstes Schwarztee-Extraktpulver ist, musst du das nicht ziehen lassen oder sonst wie, kannst du es also auch problemlos in kaltes Wasser reinkippen. Und wenn du eben Schwarztee-Geschmack magst, insbesondere ohne Zucker, ist auch das eine schöne Möglichkeit, sich sein Wässerchen entsprechend zu ergänzen. Ein so ein Beutel hier, der wiegt, glaube ich, irgendwie 1,2 Gramm ohne Verpackung. Und ist für 450 Milliliter, wenn man einen richtigen Tee haben möchte, gedacht. Willst du nur so ein an Tee erinnernden, schwaches Teegetränk, damit dein Wasser nach was schmeckt, dann ist so ein Beutelchen problemlos für 1,5 Liter. Meine persönliche Erfahrung, durchaus ganz gut. Aber ich möchte dann schon noch so einen Hauch Zucker noch drin haben. Man kann auch wunderbar, ja, Geheimtipp, Eisteepulver, das dann, wenn man es dünn anrührt sozusagen, nicht mehr so richtig nach Eistee schmeckt, viel mehr nach Eistee schmecken lassen, indem man es mit Teeextrakt dann wieder ergänzt, weil fast jeder Eistee hat auch in irgendeiner Form ein kleines bisschen Teeextrakt drin, zumindest die guten, hier zum Beispiel in der Zutatenliste, da war eine Mücke, Zucker, Glucose, Säuerungsmittel, E330 und danach auch schon Schwarzteeextrakt. Und dieser Schwarzteeextrakt ist eben, er hat genau das da. Und das macht eben auch diesen Tee-Geschmack im Eistee aus. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, mir persönlich mundet es. Und gerade diese beiden Sachen in Kombination finde ich ganz lustig. Aber ist natürlich Geschmackssache. Ja, alles ist Geschmackssache, wenn es um Nahrungsmittel geht. Ne? Das muss ich ja niemandem erzählen. Habe ich sonst noch was in der Tüte? Nee, das ist im Wesentlichen meine Teeextrakt-Tüte. So, wer keinen Bock hat, sich was zusammenzumixen und wie ich dem schwarzen, güldenen Wasser der unendlichen Weiten des Schwarzwaldes zugeneigt ist, für den gibt es auch Getränkepulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ohne Zucker wohlgemerkt. Warum ohne Zucker? Naja, ganz einfach, weil wenn du die mit Zucker mitnimmst, dann wäre da für die Süße, die hier drin ist, das ist alles Süßstoff gesüßt, wäre da sehr viel ein größerer Beutel nötig. Also gerade zum Gewichtsparen sind süßstoffgesüßte Getränke für Touren natürlich eine sehr, sehr gute Idee, wenn es einem eben nicht auf die Kalorien ankommt. Kalorien muss man immer tragen, Kalorien kommen aus nix, kommen nicht aus nix. Süße hingegen kann fast aus nix kommen. Zum Beispiel dieser Beutel hier, ja, ich trinke da regelmäßig von, drum ist der jetzt auch, ich habe gerade keinen frischen mehr. Das ist eben Cola-Geschmack, Getränkepulver zur Herstellung zuckerfreier Erfrischungsgetränke, aromatisiert und mit Süßungsmittel. Besteht aus Säuerungsmittel, Zitronensäure, Farbstoff, Ammoniak, Zuckerkolleur, natürliches Aroma, Maltodextrin, bla 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 und so weiter, Acesulfam, Sucralose und ja, Gummi-Arabicum. Ha, Gummi-Arabicum ist auch drin. Autoreifen, geschrotete Autoreifen. Ja, wer das furchtbar findet, ihr müsst ja nicht. Ich sage ja nur, es ist eine Option. Ich kipp sowas bei mir rein, hat tatsächlich sogar ein ganz kleines bisschen Kilokalorien, nämlich 2 pro 100 Milliliter fertiges Getränk, weil hier doch ein bisschen Zucker scheinbar noch drin zu sein scheint. Ja, also meine Fresse, wo ist hier der Zucker drin? Warum hast du Kalorien? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es ein bisschen Kalorien, aber wirklich zu vernachlässigen. Und ja, ich persönlich mag das Zeug. Das ist von Instik und ich kaufe mir immer mal wieder beim großen Internetversandhaus mit dem mit dem lachenden CEO, der immer alle Welt auslacht. Der so ein bisschen wirkt wie so ein irrer Superschurke, was er wahrscheinlich ist. Hin und wieder muss man bei denen leider einkaufen, man kommt ja fast nicht drum rum. Und da kaufe ich mir immer mal wieder verschiedene
meistens Cola, Getränkepulver, hin und wieder auch mal Eistee, um mal zu testen, was denn gerade schmeckt. Und hat man den Vorrat aufgebraucht, dann gibt es die schon nicht mehr zu kaufen. Und man muss bei irgendeinem anderen Hersteller einkaufen, weil diese Unternehmen ständig pleite gehen. Also keine Ahnung, ob es Instig zum Zeitpunkt, wo ihr das guckt, noch gibt. Ja, ich hatte euch eben noch einen interessanten Tee in die Kamera gehalten. Ja, hier eben den, nein, den hier. Frio-Tee-Getränke sind im Übrigen arschteuer im Vergleich zu anderen Teebeuteln, haben aber ein Stück weit den Vorteil, dass sie sich sehr einfach und einen relativ erfrischenden Tee in kaltem Wasser ergeben. Häufig gibt es da eine Dosieranleitung, die jenseits von Gut und Böse ist. Zum Beispiel hier soll man 5 Beutel von auf 1 Liter Wasser am Arsch, die wollen hier Geld verdienen bis zum geht nicht mehr, draufschmeißen. Das kann man schon tun, das schmeckt dann auch sehr, sehr intensiv. Ist aber wirklich nicht nötig, dann lässt man es lieber noch ein bisschen länger ziehen. Es wird dadurch auch nicht bitter. Es ist ja kein richtiger Tee, der wirklich Tee enthält. Und 5 bis 8 Minuten soll es ziehen. Wenn du da weniger Beutel nimmst, dann lässt es halt meinetwegen eine halbe Stunde ziehen. Ist ja völlig egal. Nimmst du einfach eine PET-Flasche, schraubst den Deckel runter, kippst Wasser rein, beziehungsweise hast sie schon voll, schmeißt die Beutelchen einfach durch das Loch, ne, und schraubst die mit der Schnur, die hier dran hängt, einfach mit dem Deckel fest und dann kann das ewig lange ziehen. Dann kannst du einfach mit der Flasche weiterlaufen und 2 Stunden ziehen lassen, wenn es sein soll, was weiß ich. Funktioniert ganz gut. Ich würde von Lemon, Apfel-Zitrone ist das hier, aber von Lemon würde ich hier Eistee-Zitrone eher abraten. Ich habe da noch ein paar rumfliegen, wie man sieht. Schmeckt aber wie Spülwasser. Wenn man den Geruch von einem Zitronenspülmittel, also für Handgeschirrspülen, gewohnt ist, dann erinnert einen der Geschmack und Geruch von diesem Zeug verdammt nochmal sehr an Spülwasser. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Tatsächlich, drum habe ich davon auch noch relativ viele, weil weder meine Frau noch ich mögen das besonders. Das heißt jetzt aber nicht, dass es euch nicht schmecken kann. Probiert es doch einfach mal aus. Die sind so gewichtsmäßig so ungefähr im Mittelfeld. Ich würde behaupten, das hier ist vielleicht eher schwer, Mittelfeld. Und eine sehr leichte Variante, weil das ist sehr ergiebig, diese Beutel. Die sind wirklich richtig, richtig ergiebig. Ist so ein süßstoffbasiertes Getränkepulver. Ja, da kann man schon sehr viel mitmachen. Und auch eher schwer ist natürlich so eine Zuckerlösung. Aber die Zuckerlösung hat Kalorien. Ne? Das heißt, man muss dann woanders wieder weniger sonstiges Zeug mit Kalorien mitschleppen. Ja, ich glaube, das ist es. Das ist nochmal ein anderes. Limette-Minze. An möglichen Getränken für unterwegs. Selbstverständlich kann man auch stinknormale Teebeutel, Hagebutte, Pfefferminz, was auch immer verwenden. Man kann sich da auch einen heißen Tee machen, den abkühlen lassen unterwegs. Ist halt immer eine Frage des Brennstoffs. Ist man in einem Gebiet, wo man auf dem Feuer kochen kann? Kein Problem. Muss man Brennstoff mitschleppen? Vielleicht nicht die optimalste Lösung. Will man sein Wasser sowieso durch Abkochen desinfizieren? Warum auch immer man das tun sollte, wo es doch Wasserfilter heutzutage gibt, die das wirklich problemlos einfacher, komfortabler und sicherer hinkriegen. Dann ist vielleicht Tee aber nochmal eine andere Lösung. Ist vielleicht für Leute, die einfach traditionell unterwegs sein wollen, so Natural Bushcraft Tracking mäßig oder was, vielleicht ein Thema. Ja, das waren meine 2,50 Euro. Ich wollte gerade 5 Cent sagen, aber dafür ist es zu lang. Für zum Thema Getränkeversorgung auf Tour, was es da zu wissen gibt, meiner Meinung nach und nach dem aktuellen Stand der Forschung. Ich habe das extra nochmal nachrecherchiert, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Es ist manches vielleicht ein kleines bisschen vereinfacht und ein entsprechender Ernährungsmensch, Ernährungswissenschaftler wird das noch ausführlicher beschreiben können, aber im Großen und Ganzen sind das die wesentlichen Gefahren. Vor allen Dingen die Sachen mit dem Natriummangel sollte man halt ein bisschen im Hinterkopf behalten und den Kaliummangel bei den Krämpfen. Und wie gesagt, wer weiß, dass Magnesium ihm hilft, dann auch Magnesium, dann ist aber auch gut. Ja? So, also, ich bedanke mich, kehre zurück in meinen Tal mit den Motorradfahrern, freue mich schon drauf. Hier ist es so schön ruhig, aber gesehen von Vögelchen und dem Eichhörnchen da hinten, jetzt sieht man es gerade nicht. Die nettere Seite des Berges. Andererseits, auf der anderen Seite ist natürlich meine Frau und das macht sie zur besten Seite des Berges, selbstverständlich. Ist immer schön, wenn man nach Hause kommt und Frau ist da. Was meistens der Fall ist. Das ist gut. Ja, ja, ja. Tschüss.
So, jetzt ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass ich über Getränke auf Tour spreche, ohne Krümeltee zu erwähnen. Ich habe hier ganz oben, seht ihr ganz oben im Bild mal Krümeltee in die Suchmaske eingegeben und tatsächlich kennt offensichtlich auch der Amazon-Algorithmus Krümeltee, sprich Krüger-Tee getränkt Zitrone zum Beispiel oder jeden Tag Instant-Tee mit Pfirsichgeschmack oder ja, sucht euch was aus, aber ist ganz klar, was damit gemeint ist, nämlich Krümeltee eben. Ja, Krümeltee kann man selbstverständlich auch mitnehmen. Ist jetzt ähnlich schwer oder leicht wie der Eistee von dem Coop aus der Schweiz. Und ehrlich gesagt ist mir der Coop-Eistee aufgrund der Praktikabilität des Transportes fast im Laufe der Jahre jetzt ans Herz gewachsen. Als ich noch den Krümeltee promotet habe, da wusste ich ja noch nicht, dass es den Coop gibt. Also vielleicht wusste ich es, aber er war mir fremd und die Migros sowieso. Also grundsätzlich kann man Schweizer ja danach unterteilen, wo sie einkaufen, im Coop oder in der Migros. Meine Frau kauft in der Migros ein und ich entsprechend auch meistens, aber manchmal auch im Coop. Ja, also nur damit wir den Krümeltee erwähnt haben, aus nostalgischen Gründen, ne? Ist noch eine Alternative, die man mitnehmen kann, nicht muss, aber definitiv kann und ja, schmecken tut er mir eigentlich immer noch. Aber gut, ich bin ja auch Geschmacksbanause. Aber jetzt wirklich tschüss. Tschüss.